Wie komme ich dann auf die andere Seite von dem Teich? So rum vielleicht? Nee, so definitiv nicht. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, wie ich da vielleicht hinkomme. Wenn ich Glück habe, durch den Ort, an dem ich vorhin war. Wenn mich nicht alles täuscht, bin ich doch hier unten aufgekommen, oder? Und da sind wieder böse Piraten. Ah, Geist! Das war doch kein Geist, das ist ja blöd. Willst du dich dafür entschuldigen, dass du mich erschreckt hast? Wenn du unbedingt Geister sehen willst, mache ich dich jetzt gleich zu einem. Ja, eine große Klappe, ne? Bazooka, ne? Ja, kein Geist, einfach nur Piraten. Also laut der Anzeige, also laut dem Ding hieß es ja, man sollte eigentlich oft X drücken. Damit er das Ding macht, ne? Der Gatling. Aber irgendwie macht er das nicht. Ganz, ganz schön. Naja, macht mal. Also auf der, also in der Fertigkeit heißt das hier, drücke während einer Combo wiederholt X, um einen Schlaghagel zu entfesseln. Habe ich schon mehrfach gemacht, aber nö. Brooke! Brooke!
nicht durch, da finden sie fast beisammen. Joho! Ich glaube, Zorro findet. Zorro, kann man den überhaupt finden? Ich glaube, dafür braucht man das DLC. Hallo Brooke. Hallo Ruffy. Brooke, warte. Du meinst, du kennst diesen Geist? Freut mich, dich kennenzulernen, junge Dame. Mein Name ist Brooke und ich habe einst die Totenreichfrucht gegessen. Als Symbol unserer neuen Freundschaft würde es dir etwas ausmachen, mir dein Höschen zu zeigen. Das kann nicht dein Ernst sein. Er ist einfach so. Das ist alles, was du über ihn zu sagen hast. Egal, was machst du hier, Brooke? Ja, seit es mir gelungen ist, gerade noch lebend aus dem Himmelsgefängnis zu entkommen, wandere ich auf dieser Insel herum und suche nach dir und den anderen. Leider werden die Inselbewohner alle ganz blass, wenn sie mich sehen und sie fangen an, wie wild herumzuschreien. Also habe ich einen Ort gesucht, an dem ich mich ein Weilchen verstecken konnte und da bin ich hier gelandet. Verstehe, du scheinst jedenfalls kein schlechter Mensch zu sein. Es tut mir leid, dass ich vorhin so unhöflich war. Ich bin Chen. Ich werde den Inselbewohner von dir erzählen. Also warum gehst du nicht dorthin zurück, wo deine Crew ist? Das ist nett von dir. Das werde ich dir den Lebtag nicht vergessen. Oder zumindest würde ich das, wenn ich noch Lebtage hätte. da wir jetzt wissen, dass der Geist eigentlich Bug war, können wir uns woanders umsehen. Warte kurz. Es gibt einen Ort, zu dem ich kurz gehen möchte, solange wir hier sind. Und ich begrüße einen Zuschauer. Hallo und willkommen. Das hier ist wahrscheinlich das Grab von einem Bekannten, Mutter oder so. Oh, liegt hier jemand, den du kennst? Die ehemalige Anführerin dieser Insel, meine Mutter. Manchmal komme ich her, um mit ihr zu reden. Eine Freude, dich kennenzulernen, gute Frau. Tut mir leid, wenn ich deinen Frieden gestört habe. Den Leuten auf der Insel geht es, naja, nicht gut. Ich fürchte, die Dinge scheinen sich jeden Tag zu verschlechtern. Aber mach dir keine Sorgen, Mutter. Ich weiß nicht, wie viel ich alleine ausrichten kann, aber ich weiß, dass ich zumindest etwas tun kann. Warum musst du dich ganz alleine darum kümmern? Kannst du die anderen Inselbewohner nicht um Hilfe bitten? Jeder hier hat seine eigenen Probleme. Ich kann nicht mit jeder Kleinigkeit zu ihnen gehen. Ich muss alle beschützen, so wie es meine Mutter getan hat. Gut, das ist alles, was ich sagen wollte. Danke, dass ihr geblieben seid, Leute. Mach dir keine Sorgen darüber. Aber nicht doch. Es war mir eine Freude, ihr die Ehre zu erweisen. Also gut, ich denke, ich sollte Chens Gastfreundschaft in Anspruch nehmen und zum Schiff zurückgehen. Gute Idee, ich bringe dich zurück zum Schiff, damit es wegen dir nicht noch mehr Aufregung gibt. Okay, bis später, Ruffy. Lass mich wissen, wenn du irgendetwas brauchst. So, und dann haben wir gleich noch den nächsten Strohhutpiraten. Jetzt sind es schon 3 von 6. Nami war die erste. Franky der zweite. Ja, warte mal. Chopper haben wir doch. Kennen wir, oder? Also, nochmal. Nami war die erste. Franky der zweite. Lysop der dritte? Was ist mit Brook? Apropos, wie der Gum-Gum Gatling geht, weiß ich bisher immer noch nicht. Ja, denke ich auch. Ich spamme immer X, weil X ist die Taste, mit der man halt kämpft. So, Gefängnisturm. X ist halt die Tasche, mit der man kämpft, ne? Statt dass ich dann X spamme, ne?
So, aber jetzt geht's darum, dass wir Nico Robin holen. Das ist ja ein harter Kampf, würde ich sagen, ne? Zorro! Ich hab Zorro gefunden! Er schreit gerade mit dem Gefängnisdirektor. So, ich bin beeindruckt, dass du so stark bist, ohne Haki zu benutzen. Hat das etwas mit deinem seltsam aussehenden Anzug zu tun? Piranjäger Zorro, ich hatte schon gehört, dass du ein begabter Kämpfer bist. Aber du bist sogar noch besser, als ich dachte. Deine Daten sollten recht nützlich sein. Es hat sich gelohnt, sie selbst zu sammeln. Offenbar ist der Captain eingetroffen. Es reicht, ich habe mich lange genug mit dir beschäftigt. Wo willst du hin? Im Gegensatz zu dir bin ich beschäftigter Mann. Wenn du noch nicht genug hattest, kannst du mir ja beim Testlauf behilflich sein. Toll, Roboter. Jetzt wird aus One Piece plötzlich ein Ding. Was? Ja, Vegapunk ist ziemlich hart. Ja.
Das war's schon. Platt gemacht. Mann, die Roboter waren der Wahnsinn. Ich frage mich, wem sie gehört haben. Es war dieser Typ, der sie geschickt hat. Er gehört zur Marine, richtig? Ja klar, gehört er zur Marine, Tara. Weißt du doch.